kleines Spiel. Und wir schauen mal, was soll man heute machen hier. Painkiller, easy. Bandage. 15 Stück. Das ist nicht so einfach. Schaden. Sniper Rifle Damage. Ja, alles klar. Glaub nicht, das große Drama. Ich spiele in letzter Zeit lieber FPP als Third Person. Aber für die Missionen ist das Casual halt echt ultra geeignet. Deswegen mache ich das jetzt mal hier. Oh, gucken wir mal. Achso, wo muss man raus? Military Base? Hört sich cool an, ne? Turtles ist gerade online hier. Turtles macht gerade einen Livestream. Ich gerade ein bisschen zugeguckt. Die sind auch gut, die zwei, ey. Sind auch gut. Allerdings kann ich nicht joinen, denn das Match läuft gerade schon. Deswegen verdinge ich mich jetzt hier mal. Verprügel ich jetzt mal ein bisschen die Bots. Übrigens, ich verprügel die Bots. Schauen wir mal, ob das tatsächlich sich materialisiert oder ob die Bots mich verprügeln. Soldberg hat eine sehr gefestigte Meinung zu dem Thema. Jetzt haben wir einfach mal raus. Boing. Attacke. Sind, glaube ich, noch ein paar andere rausgehüpft hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehe ich 8. Ich sehe 8. Coolstes Spot zum Looten finde ich es da unten. Ist das Haus hier. Shit. Okay. It's gonna get hot in here. 1, 2, also in das Haus gehen mindestens 2. 3? Alter, was? What? Okay. Alles drin. Eine ist drin. Shit, er hat eine Pumpe. Shit. Was ist der Typ? Oh, ich hätte vielleicht erst nachladen sollen. Der hatte eine Mutant. Semi gut, da war noch einer. Was ich da gerade gemacht habe, war semi gut. Jetzt looten wir erstmal hier. Bisschen leer. Mutant oder SLR? Ja, ich nehme die Mutant. Ich brauche einen Rucksack. Here we are. Come on. Smoke. Okay, passt. Würde ich jetzt erstmal so lassen, glaube ich. Oder? Würde ich jetzt erstmal so lassen. Shit, da hat noch einer mit mir. Ist ja rechts. Ist hier rechts. Oh, eine Weste hier. Gefällt mir nicht. Ganz
ganz ehrlich, ich spiele jetzt Ego-Perspektive, ist mir wurscht. Nee, na, wobei. Lassen wir es mal so. Okay, noch 68 am Leben. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir jetzt langsam mal die Biege machen müssen? Brauchen Scope für das Ding. Scope. Zweier. Nice. One shot kill, nice. Obwohl ich nur die Wade getroffen habe von dem Typen. Interessant, was der hatte. Oh, ein Helm. Ist schon mal gut. War nicht der Mutant Guy? Wo ist denn hier hin? Scheiße. Oh, nee. Auto. Ich brauche ein Auto. Ich brauche. Oh. Da oben wird geballert. Den holen wir uns jetzt. Ultra viel Munition. Brauchen wir niemals. Brauchen wir niemals die Munition, wo der Typ da hat. Ist direkt vor mir, aber treffen tut er nicht. Was macht denn der? Oder ist es irgendwie eine Falle? Und aufgehört zu schießen, muss man ein bisschen aufpassen. Der ist hier. Irgendwo. War das die Dragunov oder der SKS? Gute Frage. Keine Ahnung. Und mitgeballert, rechts. Quer über die Karte ohne zu gucken, ey. Da ist er wieder. 100% Bot. Dominik 4884. Kein Bot. Dragunov. Alles klar. Dominik. Wir beide müssen uns jetzt unterhalten. Frage aller Fragen. Hast du Cheats installiert oder nicht? Alles andere ist mir wurscht. Hier muss das sein irgendwo. Nicht sehen. Da war er, oder? War er nicht da? Mit Dragunov. Dragunov ist halt scary shit. Er ist nicht da.
Scheiße. Okay, das lassen wir mal. Gott, wie ich daneben schieße. Okay, das war jetzt eine Heldentat, was ich da vollbracht habe. Meinig. Erzählt das keinem. Shit, war das schlecht. Was Feines für mich. Ist auch geil, die Kombi. Dann würde ich ja sagen, run on den Speck, oder? Ja. Ich muss hier irgendwie wieder raus. Okay, here we are. Passt, lassen wir so. Passt, lassen wir so. Jetzt gehen wir mal in die Zone und dann machen wir da mal noch ein bisschen Action. Was ich halt gerne noch hätte bei Extended Max oder sowas. Ach so, jetzt ganz vergessen zu schauen, was muss ich noch alles machen. Kriegen wir raus. Der hat den 8er Scope und hat mich nicht getroffen? Bemerkenswert. Bemerkenswert. Flugzeug. Kommt hier. Steht da einer oder was ist das? Nee. Da vorne kommt die Crate runter. Boah, die ist ultra weit weg. Nee, das schaffen wir nicht. Ist irgendwo da. Kann jetzt nicht direkt markieren, wo sie ist, weil ich keine Sichtlinie habe.
Direkt vor mir wird gesnipert irgendwo. Jetzt ist da die rote Zone, oder? Weiter geht's. Ach so, ich muss da sowieso noch Bandagen ohne Ende nutzen, oder? Wie waren das? Ich glaube, ich muss die nicht irgendwie 15 Bandagen oder was so nutzen? Jetzt in der Zone sterbt, dann ist es so. Vor mir war noch irgendwo einer. Da hat gerade noch einer rumgeballert. Und es geht weiter. Und es geht weiter. Zwei First Aid Kits, nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Und wir müssen ein Stück laufen hier. Das ist ein ganz schönes Stück hier. Einundzwanzig am Leben noch. Wer auch immer da vor mir war, der ist jetzt auch am Rennen. Mit großer Sicherheit ist er genauso am Rennen wie ich. Nicht, dass da jetzt noch viele gibt, die an der Stelle chillen, das glaube ich nicht. Und irgendwie so auf Abstauber warten. Das ist ein Auto. Das klingt erstmal gut. Noch 18 am Leben. Rein in die Zone. Davon läuft einer. Warte mal, vielleicht hatte der was dabei, was ich. Oh, das hat wehgetan. Autsch! Holy moly! Hatte der was Feines? So ein paar Medipacks oder so Zeug hätte ich gerne. Oxfrax. Sonst nichts Scheiß, ne? 11 Energy Drinks. Nice. Ach, das waren meine 11 Energy Drinks. Oh mein Gott. Au! Haben wir Bandagen? Ja. Schnell Bandagen. I waited for that to happen. So übrigens haarscharf. Die Frage ist jetzt, werde ich es schaffen, mal an einem Baum vorbeizufahren? Rechts von mir ist einer. Ich sehe nicht, das ist wieder so ein Bot, der irgendwo in einem Busch liegt. Ultra nervig. Wo? Müssen wir anders machen. Müssen wir mit der Ace sprayen hier. Den hole ich mir jetzt, den Spezi da. Sehen wir.
hier sein. Ah, da ist er. Noch 7. Der Eisbären-Dude ist gestorben. Links waren noch welche. Vor mir war wahrscheinlich irgendein Sniper. Könnte ich mir vorstellen. Genau, genau, genau. Shit. Daneben. Problem. Das kannst du nochmal machen. So, jetzt müssen wir uns mit dem Kasper da rumärgern. Noch da, oder? 100%, der muss zu mir. Wegnehmen wir jetzt auch mal einer mit dem Schalli. Sehen nicht. Wahrscheinlich irgendwo hinter dem Haus. Links von uns wird auch Schall. Muss direkt vor uns sein. Links von uns ist noch einer. Wir chillen mal. Der pusht jetzt in meine Richtung und Captain Schalldämpfer wird sich jetzt gleich mit dem Sniper-Typen eine Abreibung gegenseitig verpassen. Frostfeed hat einer erwischt. War wahrscheinlich der letzte Bot, genau. Jimme 97 war ein Bot. Ach shit, wartet mal. Ich muss wieder umstellen. Third Person. Auch bekannt als Cheater Vision. Ultra lame. So, ich tippe mal, dass Mark 12 Guy jetzt hier gleich auftaucht. Oh, wie geil ist bitteschön die Zone. Der hat einen Schalli, der Typ da drüben. Bitter ist halt, dass die Zone hier voll in den Ruinen ist. Das ist nicht so gut. Haben wir irgendwas zum Werfen? Wir warten noch kurz, bevor wir anfangen zu grenadieren. Es gibt noch zu viel Platz, wo noch welche rumlurchen könnten. Boah, es ist voll unübersichtlich hier gerade. Ein anderer Typ da mit dem Schalli ist da draußen noch. Ich glaub, der liegt bestimmt da irgendwo auf der Lauer, ganz ehrlich. Ich würde auch nicht reinlaufen, wenn ich noch ein High Ground habe. Von dem aus sich die kompletten Ruinen im Sichtbereich habe, dann würde ich da auf keinen Fall reinpushen. Kein Mensch würde das tun. Ich höre rechts was. Zone ist immer noch riesig. Noch 4 am Leben und ich denke mal, die anderen 3 sind Player. Rechts der Typ mit dem Schalli, links mit der Mark 12 und hinter mir am Haus, am Berg, der Typ mit dem Schalli Sniper. Also wir haben 2 Schalldämpfer-Dudes und den mit der Mark 12. So die Theorie. Jetzt wird's eng. Gucken wir mal, was hier gleich passiert. Jetzt wird's enger. Ich tippe mal, dass der Mark 12-Dude hier gleich auftaucht. Doch, ne? Noch sieht's manierlich aus.
Oh, I love it. Ich bin immer noch in der Zone. Das kann ja gar nicht wahr sein. Dieses über die Ecke gucken ist auch sowas, ne? Was tun wir denn hier, bitteschön? Das ist jetzt Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Wenn er jetzt hier um die Ecke guckt, dann macht er mich einfach weg, weil er kann mit der Third Person, mit dem Third Person View einfach um die Ecke schauen. Ziemlich geil gerade. Der ist hier rechts hin. Können noch ein paar BZ-Granaten dabei steuern. Ich bin in der Zone, ich muss nichts machen. Ich kann chillen. Below 6. Ich sehe ihn. Oder er muss hier sein. Er hat eine P90. Er hat eine P90 und ist hier irgendwo. Liegt hier wahrscheinlich mit einem Ghillie im Gebüsch. Das bedeutet, ich muss die Granate kochen, dann kann ich... Kommt von links. Er hatte die P90 und ich den längeren Atem und die Geduld. Ich sage danke fürs Zuschauen und gerne Like und Subscribe mal draufhauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.